Knoten Tag, meine lieben Paarhufer und Paarhuferinnen. Ich spiele heute Power Drill Massacre, ein Spiel, was gerade in YouTube rumgeht, dafür, dass es so gruselig sein soll, voll mit Jumpscares und wirklich ein Drill heißt. Es heißt nicht umsonst Power Drill. Ich bin gespannt und würde sagen, wir quatschen nicht viel drum rum, beziehungsweise ich und fangen an. No comment about. It's from a dick. Sure, to the right. Thing it. Are you okay? Oh, I can't feel my legs. Don't worry, Jeff, I will go to get help. This is the worst headache ever. But I think I'm all right. It's getting dark, better get the flashlight out of the truck. Alles klar. Die hatten einen Unfall und ich muss jetzt die... Oh, was ist denn das für eine Lenkung, um Himmels Willen. Ich muss jetzt die Flashlight rausbekommen. Ich muss nochmal sagen, die Lenkung ist schrecklich. Wirklich schrecklich. Oh Gott. Und wo ist ihr Partner? Der liegt da drin verwundet. Kann seine Beine nicht fühlen. Kann ich in den Truck da rein? Oh, ist diese... Oh, ist die schlecht, die Lenkung. Oh Gott, wie soll ich denn davon etwas wegrennen? Ich habe keine Flashlight hier. Mädchen. Hast einen hübschen Pulli an. Wo ist die verdammte Flashlight? Die kann doch nur im Kofferraum sein. Oder sie hat es irgendwo weggehauen. Oder sie ist hier bei meinem Partner drin. Muss ich da echt an den Kofferraum ran? Um Himmels Willen, bitte nicht. Wie komme ich denn da hin? Ah, mein Flashlight. Pick it up. Yes. Was ist denn das für ein Geräusch gewesen, bitte? Ah, und auf F wie Flashlight kann ich sie anmachen? Oh, das gefällt mir gar nicht. Sehr wie Slenderman. Oh Gott, ich schreck mich doch nicht so. Fällt das gar nicht. Und die Lenkung ist einfach beschissen. Wieso hört die Musik so schnell auf? Und einer muss sich mit einer Taschenlampe allein auf den Weg machen, um Hilfe zu holen. Wenn es schon so anfängt, hat man eigentlich schon gar keine Lust mehr. Aber okay. Wir beginnen jetzt. Und ich weiß schon nicht, wo lang, links oder rechts. Da ist ein Haus, eine Schlucht. That looks like a building in the distance. Alles klar. Maybe I can use the phone. Glaube ich nicht. So, sie möchte jetzt zu diesem Gebäude und sie glaubt, sie kann dort das Telefon benutzen, aber sie läuft ein bisschen. Gut, eigentlich bin es ja ich, die lenkt, aber die Lenkung ist echt sehr komisch. Also ich weiß gar nicht, wenn da irgendwas auf mich zurennt, wie ich da abhauen soll. Dieser beschissene Lenkung. Das kann ja was werden. Das kann ja echt was werden. Oh, da ist ja ein Haus. Scheint verlassen zu sein. What a creepy old shed. It's boarded up. Alles klar. Muss ich einfach da lang? Oh, jetzt bitte nicht abstürzen, meine Liebe. Bitte nicht abstürzen.
Es ist auch lustig, ich sehe die ganze Zeit im Hintergrund so eine Art Frequenz von einem kaputten Fernseher. Also es ist extra so ein bisschen creepy auch gemacht, die ganze Ganze. Ich hoffe, ich bin hier überhaupt richtig. Ich glaube, ich bin... Doch, es geht hier echt lang. Oder wo ist denn das alte Haus eigentlich hin? Muss ich da echt hochgeiern? Also spätestens jetzt wäre es mir an ihrer Stelle schon zu dumm. Da komme ich doch niemals hoch, oder? Da komme ich doch niemals hoch. Oh doch, sie kommt hoch. Bitte jetzt kein Jumpscare-Scheiß hier. So. Bei so Horror-Games... Oh, da oben steht jemand. Da oben steht jemand. Gefällt mir das? Oder gefällt mir das nicht? Er sieht nett... Oh, er ist weg. Er sah nett aus. Das werden wir jetzt gleich herausfinden. Boah, mir gefällt dieses Geräusch gar... Also dieses static, zitternde Bildschirm gefällt mir gar nicht. Oh, eine Tür. This door is open. Go inside. Yes. What a creepy building. Ja, deswegen geht man auch rein. Oh Gott, nee. Hey, bitte nicht. Bitte, bitte, bitte. Oh, die Tür ist jetzt abgeschlossen. Fuck you. Fuck you. Schon ein ganz komisches Gefühl. Toiletten mag ich sowieso nicht. Und ich habe die Lenkung noch nicht mal drauf. Oh, ich habe Angst. Looks like an article ripped out of the newspaper. Read it. The search continues for two missing campers in the Cockle Mountains. Okay, also es werden schon zwei vermisst. Since Julia edited. Okay, das heißt, da gibt es schon zwei Typen, die werden auch vermisst. Sind auch hier in den gleichen Mountains wie wir verschollen. Und die werden gesucht. Und wir sind also auch hier jetzt und werden gesucht. Was bedeutet das jetzt? It's locked. Das heißt, hier ist irgendjemand. Der Autounfall von denen war bestimmt kein Zufall, würde ich jetzt mal behaupten. Ein Smiley, was hat das zu bedeuten? Ist das eine Sackgasse? Hallo? Hallo? Mir gefällt das hier gar nicht. Was war denn das bitte? Was war denn das? Oh mein Herz. Oh mein Gott, ich überlebe das nicht. Ich glaube, ich brauche auch gleich eine Operation. Oh Gott, nee, was war denn das? Was zur Hölle war denn das? Was für ein Scheiß. Ist das jetzt so, dass hier irgendein Typ rumläuft und ich nicht weiß, wo der jetzt ist? Oder läuft er jetzt hier im Random Mode durch und ich laufe dem entgegen? Was für ein Scheiß. Ich wurde einfach ermordet. Von irgendeinem Arschloch. Jetzt weiß ich auch, warum das Massacre Drill heißt. Ich hoffe, dass das hier echt nicht so eine Art Random Mode ist, wo einem die ganzen Penner hier folgen. Oh Gott, was war das? Muss ich jetzt rennen? Ist es wie Slenderman oder nicht? Oder... Oh oh. Oh oh. Das ist gar nicht gut. Das ist, glaube ich, gar nicht gut. Hilfe! Habe ich doch vorhin was gefunden. Genau, da war ich schon. Genau, das kenne ich schon. Na toll.
Wohin muss ich jetzt? Mich wieder von so einem Arschloch abstechen lassen? Da war ich schon. Das würde mich mal interessieren. Läuft er hier jetzt im Random Mode durch? Oder wie ist das? Findet er mich oder muss ich ihm in die Arme laufen? Oh, diese Lenkung. Die killt mich. Oh, jetzt auch abgesperrt. It's auch abgesperrt. Wieso spiele ich jetzt eigentlich allein in einem Raum im Dunkeln? Wie dumm kann man eigentlich sein? Ganz allein spiele ich das. Ich bin voll stolz auf mich. Schon wieder hier abgesperrt. Ganz allein spiele ich das hier. Und ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Oh Gott, die Ecken, die Kanten. Diese verdammten Verwinkelungen. Jetzt ein Klo. Die ist aber ganz schön gechillt. Also ich würde da nie reingehen. Ist ja wohl klar, dass hier bestimmt kein Cellphone gibt. Vor allem, dass es so laut ist, wenn dieses Arschloch kommt. Was war das überhaupt? Ein Mörder? Ein fucking Mörder? Oh, dieses Ätzern hört den Wind pfeifen. Oh oh, ich glaube, das ist nicht gut. Wenn das kommt. Somebody locked me in. Ist das, glaube ich, nicht gut. Das heißt, glaube ich, dass der in der Nähe ist. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Alles ist hier verschlossen. Hier ist etwas. Hallo? Oh, ich habe ein ganz dummes Gefühl. Ich will nicht mehr. Das Spiel ist scheiße. Das Spiel ist scheiße. Der ist mir hinterhergerannt. Ich habe es gerade gehört. Er ist gerannt. Und dann hat er mich gekriegt. Und mein Herz tut schon ganz weh, hey. Was für ein blödes Spiel. Ich glaube, das ist auch voll schwer, weil ich habe nämlich gesehen und darüber gelesen, man muss Schlüssel finden und muss alle Türen öffnen. Und der rennt da irgendwo rum. Und ich muss ehrlich sagen, ich mag jetzt nicht mehr. Es ist zu dunkel und ich habe zu sehr Angst. Aber für den Fall, dass ihr davon mehr sehen wollt oder wollt, dass ich es weiterspiele, wenn ich sogar durchspiele, dann schreibt es mir, dann mache ich es. Ansonsten bin ich froh, wenn ich es nicht mehr anrühren muss. Ich möchte nicht zu sehr geschockt werden. Ich habe noch genug Spiele mit der Oculus jetzt vor mir. Und das ist mir gerade zu hardcore. Aber wie immer würde ich sagen, probiert es aus, gibt es kostenlos. Der Link ist wieder unten. Downloadet es, zockt es unbedingt mal. Dunkel macht die Kopfhörer laut. Aber ich glaube, wenn man jetzt schon weiß, was passiert, ist es nicht mehr so gruselig. Jetzt habt ihr es ja gesehen. Aber ich glaube, der drillt einen schon noch richtig arg. Deswegen, ich brauche jetzt erstmal eine Pause. Und ich werde es auf jeden Fall nochmal versuchen, weil ich glaube, das Spiel geht noch mehr ab, aber nicht heute Abend. Und nicht jetzt. In einem anderen Gameplay gerne. Dann wie immer vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss.